Moin Leute und Servus hier auf meinem Kanal. So, wie im letzten Video angekündigt, schauen wir uns heute nochmal Koi aus deutscher Zucht an. Und zwar heute nehmen wir zwei Züchter, weil das sind nicht ganz so viele Fische. Einmal die Fische von Benz Koi. Der hat mir zwei Asagis gegeben. Und dann schauen wir uns nochmal die Fische von Sebastian an. Das sind Karashis. Und den findet man bei Instagram unter Back to the Nature. Verlinke ich unten nochmal beide. Schaut gerne mal vorbei. Schaut euch mal die Fische an. Die haben dieses Jahr auch beide wieder coole Sachen gezüchtet. Und ja, da tut sich, wie im letzten Video schon gesagt, richtig was bei den deutschen Zuchten. Geht voran. Und ja, ich hoffe, da können wir dann auch nochmal anknüpfen, dass es dann bei uns auch oder bei mir wieder richtig vorangeht. Und das werde ich natürlich dann auch wieder alles hier auf YouTube dokumentieren. So, leider schwindet die Sonne gerade schon. Deswegen würde ich sagen, quatschen wir nicht lange und schauen uns die Fischis einmal an. Ach, noch vielen lieben Dank an die beiden. Die haben mir die Fische, ja, teils geschenkt, teils sehr günstig abgegeben. Ich hatte ja all meine Koi verloren und die beiden waren so nett und haben mich da ein bisschen unterstützt. So wie im letzten Jahr schon die Jungs von Teichjuwelen mir die großen Elterntiere auch relativ günstig dafür abgegeben haben, für das, was die Fische waren. So haben mich die beiden jetzt auch unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, deswegen ein Grund mehr, schaut ruhig mal bei den beiden vorbei. Lasst auch mal ein paar Daumen da. Guckt euch mal die Beiträge bei Instagram an. Da sind die beiden relativ aktiv. Und ja, jetzt aber genug gequatscht. Fangen wir an. So, dann fangen wir mit den Karashis an, die ich von Sebastian bekommen habe. Ja, vier Stück. Ich glaube, ich habe einen übersehen. Ich muss gleich nochmal gucken. Eigentlich waren es fünf. Man ist eigentlich von Karashis jetzt ein bisschen mehr Volumen gewöhnt. Die waren bis jetzt noch in der Quarantäne. Haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Saison, um ein bisschen Volumen aufzubauen, nochmal ein Stück zu wachsen. Und dann kann man nochmal gucken, was da so drin steckt. So, auf jeden Fall interessante Fische. Und was jetzt bei dem einen wieder zugekommen ist, das war vorher irgendwie noch gar nicht so sichtlich. Jetzt bei dem hier, der hatte so einen Anflug in der rechten Brustflosse von so einem Schleierschwanz-Koi, so einem Butterfly, genau. So nennen die sich ja. Ist ja nicht so mein Ding. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr nachkommt, ob die Flossen noch wachsen. Aber ich schätze mal, viel mehr wird da jetzt nicht passieren. Ja, und sonst, der eine hier, der wurde ein bisschen wärmer aufgezogen als der Rest, deswegen ist er größer. Können wir noch einmal kurz messen. Der hat 41 cm und die anderen sind ja alle relativ gleich groß. 34, das ist hier, glaube ich, der kleinste. Ja, der hat 32. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Karashis ist ja immer ja, ein toller Fisch, der schnell gut wächst. Gucken, was die so an Wachstum hinlegen. Der eine hier hat so eine helle Stelle, da hat er sich mal bestimmt eine Schnuppe ausgeschlagen, die ist nachgewachsen, aber noch nicht umgefärbt. Das wird auch wieder kommen. Und ja, sieht ganz lustig aus hier bei dem einen, mit diesem einen, ja, glaube ich, nur ein Strahl, was er länger gewachsen ist. Das ist wahrscheinlich so ein Hauch vom Butterfly. So vielleicht die ersten Butterfly entstanden sind, indem man dann mit solchen Fischen weiter gezüchtet hat und sowas mit sowas ähnlichen halt, mit so einer ausgezogenen Strahl an der Flosse verpaart hat. Das ist auf jeden Fall schöne Fische. Kopfform gefällt mir auch. Schön langgezogene Körper. Ja, nur müssen sie jetzt halt nochmal ordentlich Futter kriegen, dass sie nochmal ein paar Zentimeter zulegen. Ich schätze mal bis zum Ende der Saison. Meine Saison werde ich ein bisschen verlängern. Ja, kommen wir bestimmt nochmal so 10 cm drauf. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall wird das Futter jetzt langsam hochgefahren in dem Becken, wo die jetzt reinkommen. Und dann werden wir mal sehen, was in den kleinen Kerlchen drin steckt. So, dann würde ich sagen, können die mal rüber ins große Becken. So, dann kommen wir zu den beiden Asagi, die ich von Ben bekommen habe, von Bens Koi. Hier habe ich jetzt nur einen in der Wanne. Beim Asagi muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Das sind ja noch so sehr ursprüngliche, wilde Koi. Deswegen hat er jetzt hier auch nicht ganz so viel Wasser drin, guckt so ein bisschen oben raus, damit er nicht mal eben raushüpfen kann. So, und dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein. Der hat eine nicht typische Asagi-Zeichnung.
Wenn ihr so die Rückgratbeschuppung anguckt, normalerweise sieht der Asagi so aus. Und hier, wo das Rot schon rübergegangen ist, also es ist ein Hi-Asagi, Hi heißt Rot, und das Rot ist halt schon schön so rübergezogen, wird wahrscheinlich immer mehr werden. Und da, wo das Rot rüberzieht, sieht man dann jetzt irgendwie noch so die Enden von den Schuppen. Hier sieht man ja fast eine ganze Schuppe, okay, ein Stück steckt halt auch in der Haut drin. Aber hier, weiter hinten, sieht man dann halt immer noch so ein bisschen von der Schuppe. Und ich finde, das macht so ein ganz interessantes Muster. Sieht jetzt noch so ein bisschen ungleichmäßig aus. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall fand ich den halt interessant. Ist halt aus der Masse rausgestochen. Und deswegen habe ich mich für den entschieden. Und ja, ansonsten ein richtig schöner Fisch. Wenn ich mal so die Kopfform anschaut, richtig schick. Körper schön durchgängig langgezogen. Ja, also für einen Asagi würde ich auch sagen, ordentlich Volumen. Dafür, dass der jetzt auch noch in der Quarantäne schwamm. So, dann können wir ihn nochmal fix vermessen. Der hat 49 cm. 6, 48. Ich kann nicht zwei dazu rechnen. Ihr wisst es ja aus den anderen Videos. Hier hinten die Lücke, da sind nochmal 2 cm extra. Ich weiß nicht, von diesen Wannen hört man ja häufiger was. Hat da einer von euch irgendwelche Infos zu, wie das gekommen ist, dass es so viele von diesen Messwannen gibt, wo einfach dieser blöde Messstreifen nicht bei 0 anfängt? Also der Messstreifen fängt bei 0 an, aber hier hinter ist ja noch mega viel Luft. Deswegen, also irgendwas haut da ja nicht hin. Und das ist ja anscheinend eine ganze Produktionslinie, die so ist. Also wenn da jemand was weiß, sagt gerne Bescheid. Diese Wannen waren ja nicht günstig aus GFK und dann dieses Nervige immer mit plus 2 dazu rechnen. Aber ja, der hat 48 cm, sieht richtig schick aus. Bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Toller Fisch, ist noch Nissei, wird dann bald Sansei zum Ende der Saison. Und ja, bin ich dolle gespannt. Und der darf jetzt auch rüber ins große Becken und kriegt dann dort ordentlich Futter. So, und dann kommen wir zum zweiten Asagi, den ich von Ben bekommen habe. Ein Glinrin Asagi. Und man sieht, der schiebt auch schon ein bisschen rot oberhalb. Also mal gucken, wo da die Reise hingeht. Und den habe ich mit einem kleinen Handicap bekommen. Da habe ich aber nicht so das Problem mit. Und zwar, wenn ihr mal so schaut, das obere Stück der Flosse ist ein kleines Stück kürzer als die untere. Und als ich ihn bekommen habe, hat auch noch ein bisschen mehr gefehlt. Und das ist schon wieder ein ganzes Stück nachgewachsen. Das ist jetzt auch nicht hundertprozentig gerade. Das ist aber eine mechanische Verletzung. Jetzt nichts Erbhaftes. Da ist er irgendwo mal hängen geblieben. Und ja, ist halt schon gut nachgewachsen und ist ein kleines Handicap. Und ja, aber das ist, würde ich sagen, eine Kleinigkeit. Wenn der Fisch noch schön weiter wächst und schön groß wird, dann sieht man davon nichts mehr. Und ich weiß nicht, was rüberkommt. Dieses krasse Ginrin, was der hat. Der hat überall so richtig schöne silbernen Streifen. Also auch hier oben auf der Rückgratbeschuppung. Jetzt nicht nur auf der Seite, da am Weißen. Also es ist überall durchgängig. Und von daher richtig schick. Ja, wie gesagt, das Rot kommt jetzt so nach und nach von unten hoch. Ist jetzt auch schon überhalb der Seitenlinie. Muss man mal gucken, wie weit das dann noch geht. Ob das dann nochmal komplett hoch geht und auch so ein Hi-Asagi wird. Oder ob das dann so bleibt. Ist ein Ticken kleiner als der andere. Wurde aber auch kälter aufgezogen als der größere. Hat 41 cm, der davor hatte 48 cm. Also 7 cm kleiner. Sind direkte Geschwister. Meistens ist das ja auch so, dass Ginrin tendenziell ein bisschen kleiner bleiben. Aber wie gesagt, der ist auch schon früher in die kältere Aufzucht gegangen. Der andere wurde länger warm aufgezogen und ist deswegen halt nochmal eine ganze Ecke weiter gewachsen. Und hat jetzt bei mir hier auch noch ein bisschen Zeit, nochmal ein paar Zentimeter draufzulegen, bevor es dann in die Winterruhe geht. Aber dann würde ich sagen, setzen wir ihn auch mal rüber. Und somit war es das von den Koi aus deutscher Zucht. So, weil das Licht schon schwindet, nehme ich das Auto jetzt gleich nach dem Intro auf.
Ich habe die Fische ja schon gesehen, deswegen kann ich schon sagen, ich finde sie mega, mega geil. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung und verpasst keine weiteren Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.